Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's wieder, die Kiki von Kikis Kitchen. Und ist das nicht wirklich sehr heftig, wie schnell das Jahr mal wieder rumgeht? Die Zeit rast nur so dahin, habe ich das Gefühl. Aber ich habe heute nochmal ein richtig leckeres und süßes Rezept für euch. Wir machen aus Hefeteig Glücksschweinchen, perfekt für Silvester und Neujahr. Und ich habe hier schon die Zutaten bereitstehen für den süßen Hefeteig. Und dafür benötigen wir klassisches Weizenmehl Typ 405. Hier habe ich Trockenhefe, da könnt ihr auch gerne frische verwenden. Natürlich etwas Zucker für die Süße, Milch. Außerdem etwas Öl, da nehme ich jetzt Sonnenblumenöl, ihr könnt auch gerne Rapsöl verwenden, Eier und eine Prise Salz. Der Hefeteig ist denkbar einfach zuzubereiten. Wir geben jetzt erst alle trockenen Zutaten in die große Schüssel und dann alle flüssigen. Was ich euch aber vorab empfehlen möchte, ist folgendes. Ihr nehmt euch jetzt ca. 50 Gramm des Mehls zur Seite und gebt es noch nicht rein, denn je nach Volumen der Eier benötigt ihr halt entweder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Mehl. Und wenn ihr zu viel Mehl reingibt, dann wird der Hefeteig leider ein bisschen trocken und das möchten wir vermeiden. Die Prise Salz rundet den Geschmack nochmal ab. Und jetzt kneten wir den Teig ganz einfach mit den sauberen Fingern. Sobald ihr dann einen elastischen Teig erhalten habt, rollt ihr ihn so ganz grob zu einer Kugel, gebt ihn zurück in die Schüssel und dann lassen wir ihn 60 Minuten gehen. Nach 60 Minuten ist unser Teig wunderbar aufgegangen und jetzt rollen wir ihn auf der bemehlten Arbeitsfläche aus, so ungefähr 5 bis 7 mm dick. Unsere Glücksschweinchen bestehen aus Kopf, Nase und Öhrchen und dafür nehme ich mir jetzt ganz einfach ein Glas für den Kopf, das ist ungefähr 8 cm groß im Durchmesser. Dann schnappe ich mir für die Nase eine Tülle, die hat ungefähr 3 bis 3,5 cm im Durchmesser und für die Öhrchen nehme ich mir gleich ganz einfach ein Messer und dann schneide ich mir die Öhrchen als Dreiecke aus. Ihr werdet ein Eigelb übrig haben, das verquillt ihr dann und verwendet das zum Ankleben der Öhrchen. Die Nase müsst ihr nicht befestigen, die könnt ihr einfach drauflegen, aber was wir jetzt noch benötigen, sind die typischen Nasenlöcher. Und dafür verwende ich jetzt ganz einfach kleingeschnittene Cake-Pop-Stielchen, da müsst ihr nur darauf achten, dass die hitzebeständig sind. Und dann gebt ihr sie einfach durch die Nase und so kann das Ganze gleich nochmal 15 Minuten lang gehen. So kriegen die auch schön Luft, ne? Genau. Jetzt bestreichen wir die Glücksschweinchen noch mit dem restlichen verquillten Eigelb und dann werden sie gebacken bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen für ungefähr 14 bis 15 Minuten, bis sie schön goldbraun sind. Unsere Glücksschweinchen sind gerade aus dem Ofen gekommen. Ich habe sie aber noch ganz kurz auskühlen lassen und die nächste Ladung ist auch schon im Backofen. Ich finde es voll süß hier mit dem Ohr. Mit dem Ohr, ja. Ihr könnt gerne noch die Ohren einknicken, eins oder alle beide. Und dann finde ich es auch total knuffig. Und jetzt fehlt ja noch ein bisschen Deko. Sie brauchen noch Augen. Und ich finde, zu dem perfekten Glücksschweinchen passt auch noch so ein vierblättriges Kleeblatt. Und dafür habe ich jetzt hier nur noch ganz wenige Zutaten. Wir benötigen einmal Kuvertüre. Hier habe ich weiße und Vollmilchkuvertüre. Dann habe ich noch etwas Marzipan-Rohmasse und die habe ich hier mit grüner Lebensmittelfarbe eingefärbt. Die Kuvertüre habe ich jetzt ganz einfach in der Mikrowelle geschmolzen und in zwei Spritzbeutel gegeben. Da habe ich vorne die Spitze abgeschnitten und jetzt werde ich auch direkt auf den Glücksschweinchen, das heißt auf dem Hefeteig, die Augen aufmalen.
Und jetzt zeige ich euch, wie ihr den grün eingefärbten Marzipan zu Kleeblättern weiterverarbeitet. Und hier schon mal vorab ein Tipp, nehmt zum Ausrollen kein Mehl, sondern diesmal ganz einfach Puderzucker. Und jetzt könnt ihr die Glücksschweinchen entweder zu Silvester zum Buffet servieren oder, was ich auch total süß finde, zum Neujahrsbrunch zusammen mit Marmelade, eine perfekte Kombination. Schaut hier in die Videobeschreibung, da stehen alle genauen Mengenangaben und das schriftliche Rezept. Und dann wünsche ich euch ganz viel Freude beim Nachbacken. Gerne auch die Fotos mit dem Hashtag Kaufland und mit dem Hashtag Kikis Kitchen auf Instagram und Facebook teilen. Und jetzt komme ich auch schon zum Abschied. Ich bedanke mich für das tolle Jahr, für die tollen Rezepte, die ich euch hier auf dem Kaufland-Kanal präsentieren durfte. Das ist aber kein Abschied für die Ewigkeit, denn wir sehen uns wieder in alter Frische im neuen Jahr. Rutscht gut rein, feiert schön und bis zum nächsten Mal hier auf dem Kaufland-Kanal. Tschüss, eure Kiki!